Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Road to Top 500. Natürlich immer noch im PU-Tier und im letzten Part lief das ja ganz gut, was Lettering angeht. Ich habe ja ziemlich gut Punkte gesammelt und bin relativ weit nach oben gekommen in der Ladder mit dem Team von Nightfighter, wo ja die ganzen Leute gelieft sind. Also ja, so viel Skill war da gar nicht drin, eigentlich involviert, wenn die Gegner einfach nur alle quitten. Wie dem auch sei, heute geht es um ein Team, welches mir der liebe Marix oder Marix zugeschickt hat. Sorry, wenn ich den Namen misspronounce. Ich sage jetzt einfach mal, Marix hat mir das hier zugeschickt. Und ja, ich gehe jetzt einfach wie immer durch das Team durch. Wir haben hier einmal Mr. Mime Pantimos mit dem Choice Scarf ausgerüstet. Der Ability Filter natürlich, was dafür sorgt, dass man nur 3/4 des Damage von Super Effective Attacken bekommt. Mit den Attacken Dazzling Gleam, Psychic, Focus Blast und Trick, also etwas Lustigeres. Wir haben jetzt hier halt eben die Chance, einem Gegner Choice Scarf zu geben, ihn damit in irgendwas reinzulocken, beispielsweise für gegebenenfalls solche Pokémon wie... Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Pio-Pokémon da ganz gut wäre, aber sowas wie Tank-Pokémon, die dann irgendwie meinen, so, weiß ich, die ganze Zeit... Heilattacken einzusetzen oder Hazard-Attacken, I don't know, sowas könnte ich mir halt eben vorstellen. Das ist gerade ein bisschen peinlich für mich, weil ich nicht... Also, ich kann mir schon vorstellen, wo das Sinn ergeben würde und ich denke mal, ich finde auch die Situation, aber ist jetzt gerade schwer, hier aus dem Nähkästchen darüber zu sprechen, wenn ich wirklich keine Ahnung habe eigentlich. Und das hier ist die EV-Verteilung, wie man sehen kann, hier, hat man auf jeden Fall sehr viel in Spezialangriff reingesetzt, beziehungsweise eigentlich Full Investment so. Speed braucht man ja nicht full reingehen, weil der Choice Scarf lässt dann sowieso so gut wie alles irgendwie outspeeden. Dann haben wir noch Bomadame in der Trash-Version. Ja, Bomadame Stahl, um genau zu sein. Leftovers Overcoat, hier als Lead-Pokémon gedacht mit Toxin, Protect, Stealth Rock und Infestation. Richtig cool. Irgendwas zum Trappen, Rocks legen, ja, oder Toxin-Stall halt eben hier betreiben. Man sieht hier auch eine, ja, einen kleinen Aufschwung in der spezialdefensiven Seite, sonst auch einfach an sich ein Tank-Pokémon halt, was Pokémon trappen kann, was ich ganz cool finde. Dann haben wir hier einen Flamara, auch mit den Leftovers, hier mit den Attacken Heal Bell, Protect, Wish und Lava Plume. Also hier sieht man auch ein eher defensiveres. Ich finde hier auch gerade so ein bisschen die EV-Verteilung sehr, ich nenne es einfach mal lieb ausgedrückt, sehr spielerisch. Möchte ich doch mal zu sagen pflegen, was macht mein Telefon hier gerade? Ganz komische Geräusche, weil es fast kein Akku mehr hat. Also packe ich es mal an die Ladestation. Und Heal Bell, also als Cleric so ein bisschen Wish, vor allem Wish Protect, Wish Passer kann das nämlich auch sein. Und hier sieht man auch, das soll so ein bisschen reinscheppern mit Lava, warte mal, Lava Plume. Und hier ist das, da ist ja irgendwas falsch gelaufen. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Lava Plume hat das hier drin und ich werde das einfach mal verändern, weil ich denke mal, das ist nicht so geplant. Gehe ich mal stark von aus und mache das jetzt einfach mal so. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier geplant war, auf den Angriff zu geben. Wobei ich kann mir vorstellen, dass hier nicht Lava Plume rein sollte, sondern sowas wie, weiß ich nicht, Flare Blitz oder irgendwie so, oder? Egal, ich werde es einfach mal so lassen, so habe ich es ja eben bekommen, aber habe jetzt so das geändert. Also Marix, ja, aufpassen, das hab, wobei hätte ich auch selber darauf achten können, ich hätte dich einfach fragen können, aber das ist ja wohl aus Versehen passiert. Wir haben dann hier noch Maracamba, ein Pokémon, welches man ja ziemlich gerne mal vergessen sollte, sagen zumindest viele Poketuber und so bei diesen Top 10 Pokémon you probably forget und so. Obwohl ich sagen muss, Maracamba ist gar nicht ein Pokémon für mich, was ich tatsächlich vergesse, aber ist ja eine andere Geschichte. Hier mit dem Rocky Helmet ausgerüstet, Water Absorb als Fähigkeit, um das in Wasserattacken reinswitchen zu können. Cotton Guard als Angriff, was heißt als Angriff? Ja, doch, ist ein Move, um ja die Defensive noch mehr zu steigern. Spiky Shield, ich denke mal, ihr kennt das schon, ne? Man protectet sich halt eben, wenn der Gegner eine physische Attacke einsetzt, dann, beziehungsweise eine Kontaktattacke einsetzt, dann verliert es halt eben hier ein Achtel der HP. Giga Drain und Leech Seed, hier die EV-Verteilung, auch wieder sehr defensiv. Ich kann euch sagen, er hat mir geschrieben, oder, ja, er hat mir geschrieben, dass das Team sehr stallig ist. Also sehr defensiv auf jeden Fall ausgelegt ist. Und wir sehen das an den ganzen Pokémon bisher. Es ist verdammt, sage ich lieber. Verdammt defensiv ausgelegt. Holy shit nochmal. Eindrift Zebli haben wir hier auch noch mit dem Flame Orb und Unburden tatsächlich. Sprich, wenn jemand meint so, hey, ich knock dein Item mal weg. Oh, dann denkt sie, trifft Zebli, das nehme ich gerne an mich, um mein Speed zu doublen. Hier auch als Defogger mit Hex, falls beispielsweise durch, ja, wenn du zum Beispiel Trick, das ist echt total geil. Das ist total geil, fällt mir gerade. Wird Unburden eigentlich auch, Alter, ich bin da meine eigene Spucke. Habe ich mir gerade verschluckt, leck mir am Arsch. Ach so, ach, das ist ja voll geil, das ist ja noch viel geiler als gedacht. Unburden zieht auch, wenn man Trick das Item tauscht und danach kann man Hex spammen. Boah, das ist ja voll geil, Alter. Und Thunderbolt nochmal als Angriff, um so ein bisschen halt,
Wie heißt die nochmal? Coverage halt eben drin zu haben. Aber das ist ja mal voll geil, das wusste ich ja nicht mal. Das heißt, mit Trick, Flame Orb ein Pokémon geben und dann mit Hex Attack. Alter, das ist ja voll geil. Und dann haben wir noch Pawn, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wie du auf Deutsch, ist mir auch relativ egal. Mit Evoliden hier, Defiant als, also hier das Pokémon-Stack, wenn man halt, also zwei, plus zwei Angriff, wenn man ein Stat von einem gelowert bekommt. Hier auch mit Sword Stand, Knock Off, Iron Head und Sucker Punch, hier kann man auf jeden Fall safe sagen, das ist mal ein Pokémon, welches halt eben auch aggressiv, also ein bisschen offensiver spielbar ist. Finde ich lustig, dass das halt hier das Pokémon halt eben ist. Mit Evoliden war mir gar nicht irgendwie bewusst, dass man das so spielen kann. Total interessant. Bin sehr gespannt vor allem. Und ich hoffe, das kann auch Work machen. Aber ja, hier auf jeden Fall als Hard-Hitting-Pokémon gedacht. Also wie man sehen kann, sehr, sehr defensiv. Ja, wie man sehen kann, wirklich sehr defensiv hier. Aber ich bin sehr gespannt, was man daraus machen kann. Ich battle jetzt einfach. Ich bin auch im richtigen Account online, sehe ich gerade. Alles gut. Und alles ist bereit. Pogo-Fisch, mein Liebster. So. Ich kann mir vorstellen, du beginnst halt mit Aggron. So, das ist dieser Standard-Lead irgendwie, wenn ich hier halt Aggron sehe als Stolos. Und gegen Stolos würde ich doch liebend gerne mein Pawnyard. Nein, nicht mein Pawnyard. Was erzähle ich hier? Das Pokémon gefällt mir nicht. Ich würde gerne Mr. Mime einsetzen, aber das hat wahrscheinlich Sturdy, es überlebt Focus Blast, dann hittet es mich mit Heavy Slam und mein Mr. Mime ist Ciao Bella. Was ich natürlich nicht möchte. Flareon ist ja auch zu gefährlich. Meractus ist so ein Pokémon, weil ich es hier gut einsetzen kann. Er fängt auch an damit. Headbanger! Hast du vielleicht die Attacke Headcharge? Ich Leech Seede zunächst, oder? Ja, ich Leech Seede erst und danach kann ich Spiky Cactus einsetzen. Weil ich würde, also bei dem defensiven Investment hier... LOL, er misst mit Head Smash. Alter, my bad. Ach, ich Leech... Ah, ja gut. Ich miss auch, also von daher. Da gehe ich auf Spiky Shield. Jetzt macht er sich gut selber Schaden. Jetzt kann ich auch sehen... Ja, okay, du hast auf jeden Fall Rockhead und kein Sturdy. Ich würde sagen, ich würde sowieso ein Head Smash von dir überleben. Deswegen gehe ich, glaube ich, so auf Leech Seed. Ja, eins überlebe ich. Das war sehr knapp. Nein! Nein, 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 nein. Wieso? Schon wieder daneben gegangen. Warum? Warum immer daneben? Ah ja, ist okay. Da hat er gut gemacht. Muss man ihn lassen. Jetzt setzt er wahrscheinlich Mark Punch ein. Das hat er gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Das hat er echt gut gemacht. Jetzt natürlich das Problem. Würde es sich lohnen? Ja, es wird sich meiner Meinung nach lohnen. Da geht es natürlich auf Mark Punch. Nein, Drain Punch geht natürlich auch klar. Und jetzt setze ich tatsächlich Trick ein. Ich setze jetzt tatsächlich Trick ein. Du hast Ice Punch. Aber umso cooler finde ich es, mit dir das Ganze jetzt zu tauschen. Was bekomme ich? Assault Vest hast du. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht mehr defogen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, was das angeht. Aber ich habe dich zumindest schon mal geburnt. Und Hex macht jetzt trotzdem sehr guten Schaden. Mit Ice Punch machst du mir jetzt nicht so viel Schaden mehr. Oh lol, du tankst ja trotzdem noch richtig gut was. Ice Punch macht aber genug Schaden. Brauche ich dich noch unbedingt hier in dem Match gegen Mesprit? Nee, auch nicht mehr so wirklich. Falls dann noch irgendwie meinen Switch zu müssen auf Dramper, kann ich ja auch Thunder. Nee, wobei. Nee, ist mir egal, der switcht eh nicht. Und kann jetzt safe auf Mr. Mime gehen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, rechnet er mit Dazzling Gleam oder mit Psychic? Wenn ich Psychic einsetze, geht er auf Mesprit. Ich glaube, es hier macht mehr Sinn, hier auf Dazzling Gleam tatsächlich zu gehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass er dann Mesprit vielleicht geht. Also Vesprit, ich sag mal Mesprit. Wieso sage ich immer die englischen Begriffe? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn man auch einfach Deutsch hier sagen kann. Also er geht wahrscheinlich zu Vesprit. Kann ich mir vorstellen. Das Lustige wäre, wenn er Dramper... Alter, wieso sollte er Dramper gehen? Nein. Smogmog geht der auch nicht. Ich soll ja immer so denken, wie ich da handeln würde. Und ich würde jetzt an seiner Stelle einfach in Vesprit gehen. Wobei ich auch nicht ganz genau weiß, was Vesprit nochmal so genau kann. Okay, nee, never mind. Gar kein Problem. Aber jetzt würde er wahrscheinlich Stolos gehen. Ist, glaube ich, sein bester Play. Nein. Was? Was? Ich bin schneller als du. Aber ich... Warte mal. Ich weiß ja, dass ich richtig gut Investment da drin habe. In hier, das in Mr. Mime hier. Ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher. Acelerock ist deine Attacke. Du heißt nochmal Lycanroc, genau. Lycanroc. Ja, sagen wir mal, Sword Stance hier. Und jetzt hier Mr. Mime Custom Set. Focus Blast würde ich killen. Dazzling Gleam auf jeden Fall nicht. Stone Edge würde mich aber killen. Das gehe ich nicht ein. Ich kann mir vorstellen, du setzt auf Stone Edge ein. Kannst Drill Run haben, ne? Dann finde ich alle meine Pokémon jetzt scheiße. Dann sack ich, glaube ich, Meractus hier lieber. Und guck mal, was er jetzt einsetzt. LOL! Okay, gut. Gut, ich hab's gesackt. Ist okay. Ich wollte Meractus eh sacken, dass er da jetzt seinen Z-Move rausbekommt. Finde ich absolut in Ordnung. Und jetzt kann ich tatsächlich wieder auf Mr. Mime gehen und einfach Focus Blast droppen.
Da kann er jetzt eigentlich nur in Vesprit halt eben gehen oder halt eben in Weezing. Ich connecte auch. Geil. Sehr schön. Und somit haben wir dich KO. Jetzt geht er wahrscheinlich Vesprit. Vielleicht weiß er, dass ich gelockt bin. Ja. Kann ja gut sein. Oder nee, er kann auf Smogmog gehen. Natürlich. Sludge Bomb rauswerfen oder sowas, ne? Ja, er geht trotzdem auf Vesprit. Obligatory. Okay. Stealth Rock ist okay, ich kann es leider nicht mehr wegsetzen. Ich knocke dich jetzt lieben gerne. Ja, egal was jetzt auch rein switcht, das bekommt was weggenockt. Weezing ist okay, hast wahrscheinlich Leftovers, oder? Oder ist Black Sludge? Nein, Rocky Helmet, interessant. Solange du kein Investment hast... Okay, wie, vielleicht flinche ich dich ja. Oh, ich weiß aber nicht so groß, was er... Dude, Weed, LMAO. Was kann eigentlich so groß Smogmog? Was kann... nee, Smogmog heißt ja gar nicht. Ach, fuck, mir ist der Name jetzt entfallen. Weezing, ja, klar. Gut, nach dem Set hier kannst du nicht so viel. Ich gehe mal auf Sword Stance. Mal gucken, was er jetzt einsetzt. Oh, Pain Split. Ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Ich habe dir vorhin wie viel Schaden gemacht? 122. Also wird das jetzt nicht KO. Aber vielleicht kriege ich einen Flinch. Ja! Oh, ist das gut. Und warte, Knockoff hat gerade wie viel Schaden gemacht? my bad. Wie viel hat Knockoff gerade gemacht? 29, also kann ich auch, genau, kann ich auch einfach dabei bleiben, falls er zum Beispiel switchen würde oder irgendwie sowas. 157 Speed habe ich halt nur. Ich weiß nicht, Dramper würde das, glaube ich, outspeeden. Ja, sollte eigentlich outspeeden, glaube ich. Aggron outspeed ich, glaube ich, nicht, weil der hat da höchstwahrscheinlich Investment drin. Und ich glaube, nee, killt mich Head Smash? Ich glaube schon, oder? Earthquake hat er. Ja, okay, Earthquake. Ist absolut in Ordnung. Jetzt setze ich Mr. Mime ein und kann Focus Blast droppen. Selbst wenn der Vesprit dann geht, dann gehe ich nach Vesprit einfach auf Bumadame und dann ist alles gut. Jetzt muss ich natürlich hitten. Ist okay. Vielleicht Special Defense Drop? Natürlich nicht. Jetzt gehe ich Bumadame, die natürlich jetzt relativ viel Schaden abbekommen muss. Und ich würde jetzt gerne ein Pokémon von dir trappen. Ist die Frage, geht der jetzt Dramper? Weil dann würde ich jetzt gerne Toxin eben reinsetzen. Ich trappe einfach mal. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, geht jetzt Dramper, weil es wahrscheinlich irgendwie sowas kann. Flamethrower oder irgendwie so. Aber Dramper wird ein KO bekommen, ist das Problem. Wenn es Choice Specs ist. Okay, geht Aggron. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung, dass ich das Pokémon jetzt hier. Ja, gelockt habe. Jetzt müsste ich eigentlich Flareon. Sacken. Irgendwas killt er jetzt. Das ist halt das große Problem. Aber ich muss Dramp halt wirklich KO'en können. Und deswegen vielleicht sogar Stealth Rock bekommen, um wenigstens ein bisschen pressuren zu können. Oh lol, der hat so viel Pech, der Typ. Der hat so viel Pech, der Typ. Das muss man auch einfach mal sagen. Also das ist schon wirklich unglücklich. Das muss man ihm einfach mal sagen. Warte, hier ist ein bisschen meine Cam ein bisschen kacke, habe ich ein bisschen das Gefühl. So ist glaube ich besser, ne? So müsste es glaube ich mittiger sein. Ah, das tut mir gerade ein bisschen leid. Das ist echt... Oh, lol! Oh, du bist so unlucky gerade. Fuck this game, schreibt er. Ihr seht das ja gar nicht. Scheiße, er schreibt fuck this game. Oh, wow, Alter. Oh, wow. Ach, er ist natürlich befreit von... Ja, ist klar. Jetzt trifft er natürlich und killt mich. Ja. nee, aber ist in Ordnung. Mr. Mimes Psychic sollte ihn eigentlich auch KO'en. Ich glaube, da brauche ich auch gar nichts nachkalken eigentlich. Ich kann auch mal hier, ja, just for the lulz hier, nochmal nachschauen. Psychic, das, ja, absolut. So, dann gehe ich halt, ja, wobei, vielleicht reicht sogar vielleicht Dazzling. Ja, Dazzling Beam reicht auch. Ja, gut, falls er jetzt geswitcht wäre, auf egal welches Pokémon hätte, Dazzling Beam da auf jeden Fall auch gut Schaden gemacht. Ja, da seht ihr es jetzt, fuck this game hier. I think U-Turn. I think he's using U-Turn, but I'm not quite sure. So I'm going to go to Flareon. So, er kriegt den Special Defense Drop! Egal, hat er sich verdient. Hat er sich verdient, muss man ihn einfach mal lassen. Und jetzt würde ich gerne Wish einsetzen, wenn ich es durchbekomme. Ja, ich bekomme es sogar durch, er switcht raus. Oh, jetzt kommt halt eben Dramper. Und Dramper ist ein Pokémon, was mir nicht gefällt als Gegner. Dramper ist echt kacke. Ja, jetzt bringt mir Wish halt auch gar nichts mehr. Vielleicht burn ich dich ja um ein bisschen extra Damage. Hype, oh Gott. Killt das? Killt der Essling Gleam?
Killed Dazzlingly, nein! Ja, doch! Oh, okay, jetzt muss ich... Oh, ich hatte gerade Angst gehabt, dass es nicht ausreicht. Jetzt soll... Jetzt... Oh, bitte, 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 Mr. Mime. Das wäre so schön. Wenn ich das jetzt doch irgendwie am Ende gewinnen könnte. Mein Gegner hat gut gespielt. Also, das muss man ihm lassen, obwohl er sein Pech immer hatte. Ah, nee, okay, der killt mich, glaube ich. Ja. Oh, shit! Okay, good game. Vielleicht kriege ich einen Crit. Nein, kriege ich nicht. Schade, schade, Marmelade. Ja, was soll's. Trotzdem finde ich, das war ein ganz cooles Match eigentlich. Wir sind jetzt bei 1000... Alter, der hatte 1357 Punkte. Da sieht man, welche Leute hier momentan PU spielen, ey. Und wir sind jetzt bei 1152. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Punkte verloren, weil der Typ natürlich relativ stark war. Pokémon Showdown hat das ja ziemlich gut gemacht mit dem Rank-System. In diversen anderen Ranked-Spielen gibt es das natürlich auch, ist ja klar. Aber hier muss man auf jeden Fall da auch Pokémon Showdown loben. Das haben sie gut gemacht. Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn das so Mario Kart-mäßig hier wäre mit den Punkten her. Aber ich muss sagen, das Team ist geil. Das macht mir Spaß irgendwie, auch die Pokémon zu spielen. Hier kann ich mir vorstellen, leadest du mit, wie heißt du nochmal? Castellite. Boah, was machen wir denn gegen Castellite? Ich würde tatsächlich sogar, also, sehr gefährlich, ich weiß, ich bewege mich da auf sehr gefährlichem Gebiet, aber ich glaube, ich würde sogar Drift Zeppeli leaden und Trick rausbekommen. Oh, so ein Castellite ist kacke gegen mein Team. To be honest. Vielleicht sogar mit... Ah, oh, Mr. Mime sieht gut aus gegen ihn. Also Mr. Mime sieht echt gut aus. Ich finde es lustig, wie Strepoli hinter Castellite so... oder einfach Bummer Dame. Da kann er mir auch nicht groß was gegen schicken. Wenn er jetzt meinen Castellite einzusetzen, genau, kann ich mir vorstellen, Shell Smash. Deswegen ist es super, wenn ich jetzt Toxin rausbekommen würde. Ich glaube, der wird Shell Smash drauf haben. Okay, ist in Ordnung. Nein, warum? Warum? Und er ist nicht dumm. Ja, hab mich getauntet. Dann will ich... Okay, Dramper Infestation. Mein Gott, warum denn nicht? Droppst du jetzt Draco Meteor? Ich gehe auf Mr. Ma... LOL. Nee, tust du nicht. Du bist immer noch gelockt. Dazzling Gleam sollte dich eigentlich KO'en, glaube ich. Bist du nicht? Okay, du bist nicht gelockt. Ist das echt so? Dass ich dachte, Infestation war wirklich einer dieser Attacken, die auch gelockt bleiben, wenn man rausswitcht. Das wäre wahrscheinlich zu krass gewesen. Holy shit. Okay, dann habe ich diesen Kampf wohl verloren. Alter, Knock-Off. Ich habe jetzt Unburn natürlich. Das bringt mir gerade rein. Gar nichts. Ist halt das ganz tolle Problem hier. Deswegen, ich würde gerne Defog rausbekommen, damit ich dieses Rocks da nicht mehr drin sitzen habe. Er crittet mich mit Play Rough, okay. Und dann Thunderbolt einfach rausbekommen. Vielleicht kriege ich ja die Para. Schade, schade. Bist du... Nee, du bist nicht Choice Scarf, oder? Nee. Nein, nein, nein. Selbst wenn, ich würde dich outspeeden gegen meinen Choice Scarf. Weil dann würde ich versuchen, hier einen Focus Blast rauszubekommen. Er wird halt... Warte mal. Ich möchte mal kurz was nachschauen. Komala. Wie viel macht... Na, Psychic macht zu wenig. Focus Blast macht auch echt nicht guten Schaden. Echt? Warum? Dann krieg ich halt Leech Seed raus. Du setzt wahrscheinlich Knock-Off ein oder sowas, aber kriegst halt ein bisschen Chip-Damage. Ja, durch halt Rocky Helmet. Gut, jetzt habe ich die geseedet. Jetzt switchst du wahrscheinlich. Ich setz mal Cotton Guard ein. Ist auch perfekt, Scyther. So macht er nicht mehr so viel Schaden. Ich setz mal Psychic Shield ein. Setze Sword Stance ein. Nein, U-Turn. Okay, gut, der kriegt ja ein bisschen Schaden. Er ist schneller als ich. Das heißt, Leech Seed, genau, wenn jetzt U-Turn einsetzt, dann kriege ich Leech Seed auf eins seiner Pokémon raus. Auf Haunter ist in Ordnung. Ja, ist connected auch. Sehr schön. Was setzt du ein? Ich scout mal kurz. Okay. Ja, habe ich auch irgendwie ein bisschen mit gerechnet, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Dann soll er mal Pawnyard taunten. Sludge Bomb, noch viel besser. Und jetzt kann ich free knocken, glaube ich. Du bleibst, glaube ich, nicht drin. Vielleicht, nein, der bleibt nicht drin. Okay, sehr gut. So kriegt jetzt Komala vielleicht die Assault Vest weggeschlagen. Okay, ist sowieso. Ja, Assault Vest hat er sogar. reicht sogar aus. Crustle ist jetzt ganz doof. Crustle ist jetzt richtig doof. Du setzt wahrscheinlich Erdbeben ein. Aber ich glaube, Erdbeben killt mich nicht. Er setzt Stealth Rocks ein. Okay, so kriege ich Iron Head raus. Macht ja schon mal ganz guten Schaden. Und jetzt setzt er wahrscheinlich Erdbeben ein. Nein, er geht auf Girder. Oh Gott.
Oh Gott, ich würde gerne dein Item wegnocken. Aber ich glaube, du gehst jetzt auf eine Kampfattacke. Das würde zumindest ich tun. So gerne Bumadame gehen. Oder oh, Mr. Mime. Oh nein, Mr. Mime ist halt jetzt ein Sack, ne? Meractus gehe ich da. Oh Gott, er setzt Bulk ab ein. Dann gehe ich auf Cotton Guard. Oder erst Leech Seed, dann Cotton. Nee, doch, erst Leech Seed ist ganz gut. Er setzt weiter Bulk ab ein, habe ich kein Problem mit. Hast du Ice Punch? Oder so ein Mist. Oh Gott, oh nein, das ist nicht gut. Jetzt greift er an. Okay, es macht nicht mehr so viel. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt switcht er, oder? Nein, er switcht nicht? Ah, my dude, er boostet sich hoch, gefährliches Spiel, mein Lieber. Oh, er boostet sich weiter hoch. Aber Chain Punch, nee. Er hat Rest, lol. Aber kein Sleep Talk, oder? Ey, komm, du hast doch kein Sleep Talk. Echt? Lol, das habe ich noch nie gesehen bei Girder. Das ist irgendwie lustig. Alter, wir haben über 1000 Defensive. Der hat wahrscheinlich über 1000 Angriff. Wobei, ne, das glaube ich nicht mal. Komm, bitte Bulk ab. Mann, du kriegst immer Drain Punch, Junge. Hör doch mal auf. Gleich crittest du mich damit. Ich hoffe, der weiß nicht, dass er jetzt keinen Sleep Talk mehr einsetzt. Okay. Der setzt jetzt wieder Erholung ein. Nein, das reicht nicht ganz aus. Schade. Ja, natürlich setzt er das wieder ein. Da bleibe ich halt eben bei Giga Drain. There is nothing to cancel, sagt mir hier nochmal. Solange er... Oh, toll. Oh, wie cool. Oh, klasse. Er geht jetzt nämlich auf Fireblast oder so ein Quatsch, kann ich mir vorstellen. Gehe ich hier auf Flareon. Hyper... Oh Mann, der ist zu stark für mich. Weil er sich zu sehr auskennt. Aber ich kriege das halt nicht gewischt, Pass. Das ist halt das Blöde jetzt. Nee, das ist jetzt echt blöd. Nein, nicht Leech Seed. Das war richtig dumm. Oh nein, das... Oh, Marcel, denk doch nach. Der hat doch... Oh, das war doch gerade schon. Der hat doch... Oh, Marcel, denk doch mal ein bisschen mit. Krustle, okay, du wirst, glaube ich, KO'd sogar. Boah, bin ich... Ich dachte mir so, das ist doch das Beste, was ich machen kann. So, jetzt muss ich Glück haben. Bitte nicht. Ich hab zumindest einen Evoliten weggeschlagen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, glücklicherweise. Meractus gehe ich jetzt wieder. Er geht jetzt wahrscheinlich Drampa. Ja, ist in Ordnung. So kann ich jetzt auf Toxin gehen. Er geht jetzt nicht Haunter. Komm, erzähl mir keinen Scheiß. Er connected mit Fireblast. Ah, stimmt, er konnte Fireblast. Okay, das ist ein Good Game. Kann ich jetzt alles reinschicken, was ich möchte. Das ist ein Good Game, mein Liebster. Da kann ich auch einfach rausgehen, vorfaden. Wir müssen jetzt nicht die Folge so unnötig in die Länge strecken. Das ist ein Good Game. War auch nicht so gut von mir gespielt. Ich habe wirklich meine Fehler und so weiter gemacht. Zum Beispiel habe ich auch Meractus da wieder reingeschickt, obwohl es ja Sapsipper hat. Das war richtig dumm von mir, weiß ich. Aggron Lead kann ich mir vorstellen. Nein, Livani, okay. Weiß jetzt auch nicht so groß, was du kannst tatsächlich. Ich würde aber einfach mal... Rob Psychic drücken, weil das relativ frei gegen dein Team aussieht. Macht auch sehr guten Schaden. Sticky Web User, okay. Ja, egal, du kannst jetzt hier auf Spiritomb gehen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gehe ich auf... Nee, da gehe ich, glaube ich, nicht auf... Oh Gott! Das Pokémon gefällt mir jetzt auch gerade gar nicht. Da würde ich... Nein, du hast wahrscheinlich Lumberry, oder? Egal, ich gehe trotzdem vor mit deinem Trash. Weil ich glaube, da kann er nicht groß was gegen mich machen. Shadow Ball und Dark Pulse macht, glaube ich, nicht so viel. Er boostet sich schon hoch. Du hast wahrscheinlich... Ach komm, erzähl mir keinen Scheiß. Du hast doch Safe Call. Nein, hast du nicht. Infestation. Ich klicke Infestation. Bitte kein Flinch. Oh, sehr gut. Jetzt habe ich dich getrappt. Du hast Toxin drauf. Ich kann protecten. Ich habe auch noch Leftovers Recovery hinterher. Damit bin ich also mehr als nur zufrieden. Ja, komm, mein, booste dich ruhig hoch. Kriege ich nochmal Stealth Rock hoffentlich raus. Zumindest, wenn ich nicht flinche, weil ich Dark Pulse killt mich halt eben nicht. Ah, hahaha. Er ist Chestoberry? Nicht mal. Ach, Sleep Talk wahrscheinlich wieder. Warum sind hier so viele Sleep Talk-User unterwegs? Was ist das? Was im Gottes Namen ist das?
Widerlich, das ist es. Ja, widerlich. Rectus, Leech Seed. Er kriegt kaum ein Hoch durch Sleep Talk. Ja, gut. Oh, Mann. Jetzt habe ich halt kein Taunt im Team, ne? Ist halt das Blöde. Er kriegt wieder Calm Mind. Das macht mir wirklich Angst. Das macht mir tatsächlich richtig Angst gerade. Da er jetzt wach wird, gehe ich, glaube ich, lieber auf Wurmadame wieder. Er killt mich mit. Ist ja, wie gesagt, ist ja auch eigentlich in Ordnung für mich. Ich sollte schneller sein, Dazzling Gleam rausbekommen können. Ah, das killt dich, glaube ich, nicht. Nein, das killt ihn, glaube ich, nicht. Wer Lippen lesen kann, ist jetzt im Vorteil. Fuck, bin ich dumm! Oh Gott, bin ich dumm! Och Mann, du... Nee, da kann ich wieder vorfaden. Du gehst halt, du sweepst durch mein Team wegen meiner eigenen Dummheit. Mann, Marcel! Konzentration, irgendwie. Mach was Gescheites aus deinem Video. Irgendwie, dass du auch mal gewinnen tust. Mit diesem eigentlich richtig geilen Team, wie ich ja finde. Oh Gott, und wenn ich so einen Gegner sehe, ja, Corazon Lied, gib's mir hart. Oh, Lied mit dem ekelhaftesten. Leech Seed gerne rausbekommen. Ja, ist okay. Kannst mein Miraculous meinetwegen. Tja, ist okay. Mach ruhig dein. Oh, da muss ich schon ausstoßen. Echt? Civelli Poison. Oh, dich tricke ich gerne. Parting Shot? Das ist mir eigentlich auch egal. Kannst du meinetwegen Nocturne gehen oder sowas. Egal, was du reinschickst. Trick ist super. Solange du jetzt nicht, weiß ich nicht, out of nowhere mit... Keine Ahnung, was mir jetzt gefährlich werden kann von dir. Oh, Dino. Okay, geil. Trick, hier, gönn dir. Was bekomme ich? Leftovers. Ey, sag ich nichts gegen. So ist zumindest mein Burn wieder korrekt gemacht. Ja, Hex macht jetzt natürlich keinen Schaden. Ist natürlich das Wunderschöne jetzt hier gerade. Aber dafür habe ich Bombardier. Oh, du hast mein Leftovers weggenockt. Das finde ich aber ganz schön uncool. Stealthrocks brauche ich hier nicht unbedingt. Toxin würde ich aber gerne... Der bleibt doch nicht drin, oder? Oh Mann, der bleibt natürlich nicht drin. Warte mal. Infestation. Ich bin auch... Ich bin... Wir haben uns gegenseitig getrappt. Was ist das? Du kannst mir die Toxin. Toxinieren. Ah, du hast Recover, ne? Kann das Pokémon auch Refresh eigentlich erlernen? Das wäre natürlich jetzt lustig, tatsächlich. Infestation, let's go. Solange jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit. Oh, Soak hast du jetzt. Bin ich Water Type. Oh nein! Aber Water Type. Genesung? Ja, natürlich kommt jetzt Genesung. Ja, gut, dann bin ich halt Water Type und so. Ach, jetzt kriegt er halt Toxin. Geiler Typ, ey. Geiler Typ, ey. Du kannst es halt nicht mehr hochstallen. Nächster Schaden 42. Das heißt Infestation. Du setzt wahrscheinlich trotzdem weiter Genesung ein. Jetzt kann ich nochmal protecten. Warte, wer stirbt jetzt gerade zuerst? Ich sterb zuerst. Oh nein. Nein, das ist richtig kacke. Scheiße. Das ist richtig kacke. Killt dich das? Ah, er geht auf Hitmonchan sowieso. Das ist doch bestimmt AV. Das ist doch bestimmt AV. Ice Punch? Ice Punch. Ist okay, so kriegst du gut Schaden. Sei nichts gegen. Ice Punch killt mich aber, glaube ich, nicht. Aber das will ich eigentlich gar nicht riskieren, um ehrlich zu sein. Obviously. Vielleicht sogar Mr. Mime gehen und Dazzling Gleam einsetzen. Tangela geht der da nicht. Der hat Angst vor Psychic. Ich sehe es doch. Nee, du bist wahrscheinlich... Du bist AV. Du bist hundertprozentig Assault West. Du überlebst jetzt Dazzling Gleam und killst mich. Mit, weiß ich nicht, irgendeiner Scheiße. Okay, Ordino ist auch in Ordnung. Ja, gut. Kein allzu schlechter Schaden. Der hätte natürlich auch schlechter sein können. Flareon gehe ich hier raus. Du kannst mich halt eben gleich wahrscheinlich Toxin. Ich würde aber tatsächlich gerne Heal Bell rausbekommen.
Das ist eigentlich ziemlich geil, weil jetzt ist mein Drift Zeppeli beispielsweise auch nicht mehr geburnt. Er setzt Wish ein. Ist es jetzt Wish Protect? Ich setze mal Lava Plume ein. Okay. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Critte ihn sogar vielleicht burn. Na, okay. Ist lieber. Ja, okay. Er setzt wahrscheinlich wieder Block ein. Boah, das ist. Alter, der ist richtig kacke. Sorry, Pyumukus ist gegen mein Team jetzt hier auch gerade nicht so klasse. Das ist kein Taunt, ne? Kann ich Pawnyard gehen. Ist okay. Sword Stance booste mich hoch. Du kannst jetzt halt Soak einsetzen und so, mich dann. Genau, ist aber okay, ist aber okay, ist aber okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Geh ich nochmal auf Sword Stance. Ist absolut gut. Was macht mehr Schaden? Knockoff, muss ja. Das macht gar nichts! Nichts! Null! Nada! Niente! Als ob! Ich hab 1180 Attack! Als ob das so wenig macht! Ich weiß, dass du tanky bist! Okay! Als ob! Da musste er ja sowas haben! Bruder, ich hab 1180 Attack! Step! Und du hattest sogar noch ein Item. Wen willst du verarschen, Mann? Überrecht hat. What the fuck? Ah, ja. Ja, komm. Nimm den, Alter, du Drecksgegner. Es ist keine gute Idee gewesen, jetzt hier so um 0 Uhr nachts noch aufzunehmen, ey. Fuck off, Mann. Rex, please, Hagel. Nee, farbige Lied natürlich. Nein, nicht mal. Ha, cool. Da habe ich gerne Toxin aber gerne rausbekommen, wenn ich ehrlich bin. Nidorino gehst halt nicht. Nein, Nidorino gehst nicht. Block, okay. Krieg Toxin halt eben raus. Protect die hier einmal. Was setzt da ein? Flash? Das darfst du einsetzen? Ich dachte, so Genauigkeit minus ist gar nicht erlaubt. Was ist das denn jetzt? Ich dachte, es wäre gar nicht erlaubt. Wen willst du verarschen, Mann? Ich dachte, das ist überhaupt nicht erlaubt. Ja, booste dich ruhig hoch mit Sword Stance. Ist okay. Ja, resiste. Ich wollte gerade sagen. Toxi macht dich jetzt down. Ich habe noch Stealth Rocks rausbekommen. Lass mich mal kurz bei Smogon nachschauen. Als ob. Also lügen kann ich selber. Piu. Was haben wir hier? Moody, bla bla bla. Das ist, ey, das ist doch, als ob das erlaubt ist. Ich dachte, dass da war irgendwie eine Clause von wegen, yo, du darfst nicht die Genauigkeit des Gegners senken oder selber hochmachen. Achso, das war nur mit Double Team und Minimize. Also die anderen sind anscheinend erlaubt. Interessant. Also wusste ich tatsächlich nicht. Also wollte ich nur mal gesagt haben. Sticky Web. Oder was? Ja, natürlich, Sticky Web. Was ist überhaupt für eine Frage? Ah, ja, nee. Ah, wo, nee, ist in Ordnung. Duften, ja, klar. Ist in Ordnung. Nasselast aber wahrscheinlich. Ist okay, dass du alles hochpust. Setz jetzt echt Nassel ein. Ich habe schon mit sowas gerechnet, aber ich bin. Ah, oh, fuck. Lycanroc setzt jetzt Celeroc ein, wahrscheinlich. Oh, das ist jetzt. Oh Gott, Mann. Was spiele ich? Ich muss es ja eingehen. Ich muss es ja eingehen. Celeroc killt mich, glaube ich, nicht. Bitte hitte, bitte hitte, bitte hitte. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht! Mann, ey, ich mach's mir schon selber schwer, aber da muss doch nicht Pokémon Showdown mir noch alles schwer machen. Komm schon! Da bellt sogar mein Hund! Weil das so frech ist! Ja, kill mich mit einem Assault. Nein, okay, dann triff jetzt. Meine Fresse nochmal. Boah, da wirst du verrückt bei. Da wirst du wirklich verrückt bei. Boah,
das ist so. Oh, es ist Explosion. Nein, gut, dass ich das jetzt hier gemacht habe, ey. Ja, noch zwei Pokémon. Bro, das kann ich nicht verkacken. It's not possible. Aber er hat Nidorino. Und wir wissen, was Nidorino kann. Mich zerstören. Was setzt du ein? Ich protecte mal kurz. Oh nein. Was bist du denn wieder für ein Trash, Junge? Fury Attack? Was? Oh, ich hoffe, du kriegst jetzt einfach... Komm, ich möchte einfach nur Defog rausbekommen. Mehr will ich gar nicht. Bitte, 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 bitte. Sandstorm, Junge! Sind wir hier beim... Was willst du mit deinem Music Player? The Root Sandstorm, oder was? Earthquake Killer, was macht dein Gegner denn? Kann ich bitte aufstehen? Jetzt mal for real. Setze jetzt Stone Edge ein. Was macht... Hat er keine Attacken gegen mich? Also ich bin froh, hier das rauszubekommen. Sag ich ehrlich gesagt nichts gegen. Gerne nochmal Trick einsetzen, jetzt bist du burnt. Hex rausbekommen. Was ist das? Was hat der für ein Team? Bin ich auf einmal wieder bei 1000 Punkten insgesamt gelandet? Oder was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht hinterfragen, dass da ist. Nee, ist. Nein. Kommt nichts Gutes bei rum. Ich habe einen Fokus. Spaß. Ich bin sogar schneller. Er setzt Focus Energy ein. Ich hoffe, ich paralysiere dich. Das wäre jetzt lustig. Schade. Er will. Guck mal, er gibt schon auf! Es ist schon. Ganz komische Sets, die er da hatte. Ganz komische Sets, die er da hatte. Aber somit habe ich wenigstens jetzt noch einen. Ja. Sagen wir mal, einen Sieg zumindest bekommen. Und wir sind jetzt bei, ja, wieder 1107 Punkten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich diese Folge Folge hier gefallen hat, dann würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich hoffe, da läuft es dann einfach besser. Und ich hoffe, ich denke da nochmal vernünftig nach, wie dumm ich hier gespielt habe. Es tut mir wirklich leid, wie dem auch sei. Ich hoffe, es läuft das nächste Mal besser und dann würde ich sagen, bis dahin, noch einen schönen Tag. Tschüss, Jankowski und bye bye.